Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Der SVWin ist sowas wie der Stammgast in der dritten Liga, aber irgendwann schmeckt's halt nicht mehr, da will man weiter nach oben. Aber bitte mit Disziplin. Markus Kolke, Kapitän Sebastian Mrowka, zusammen mit Jules Schmadhoff zu spät bei der Mannschaftssitzung gewesen, beide aussortiert. Harte Hand von Trainer Rüdiger Rehm, Disziplin für das Ziel zweite Bundesliga. Die Anfangsphase gehört den in Rot und Schwarz gekleideten Wehnern. Manuel Schäffler, erste Gelegenheit. Und er verletzt sich bei dieser Szene. Unglücklich. Wird zwar bedrängt von Stein, kein Foulspiel, knickt um mit den Innenbändern und muss wenig später gegen Kieré ausgetauscht werden. Die Anfangsphase gehört den Gastgebern. Cottbus mal mit Entlastung durch den Freistoß. Maximilian Zimmer. Danach berappelt sich Cottbus etwas zum Ende der ersten Halbzeit. Stein. Das ist Weidlich. Und der Fehler von Wax zuvor. Strelimamba 1-0. Abgeklärt und brutal effektiv. Wax liegt unfreiwillig auf, aber das geht auch unheimlich konzentriert. Eingespielt und ruhig der Pass von Weidlich auf Strelimamba am langen Pfosten. Wien Wiesbaden geschockt, aber mit dem Freistoß. Schipnowski und Kieré, der Eingewechselte. Nochmal die Gelegenheit vor dem Halbzeitpfiff. Pele Wollitz, das, was er sich vorgenommen hat, setzt seine Mannschaft perfekt um in dieser ersten Halbzeit. Cottbus zufrieden, hinten kompakt stehen. Und wenn einer abfällt, dann wird er eben effektiv verwertet. Durchgang 2. Rüdiger Rehm, der Trainer des SVW in Wiesbaden, findet die richtigen Worte. Direkt Bewegung nach vorne. Stefan Andrist. Erste Duftmarke. Die Gastgeber deutlich stärker, besonders in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit. Mehr Bewegung, mehr Tempo drin und auch mal die Idee. Marc Wax. Und in der Luft, da sind sie stark. Kieré und Andrist. Zwei Hammerdinger, die eigentlich in die Top Ten der Woche gehören, wenn sie denn reingehen. Kieré, eigentlich gar nicht richtig getroffen. Und Andrist dann natürlich, den muss er direkt nehmen. Ist doch völlig logisch. Volles Risiko. Wien Wiesbaden auf dem Weg zum 1:1. Ganz starke Phase. Und wieder Stefan Andrist mitgelaufen außen. Er macht's einfach selbst. Muss nur noch treffen. Dann wäre das der Ausgleich gewesen. Viele Chancen für den SVW in Wiesbaden. Aber die Zeit rannte irgendwann weg. Und dann ist da eben auch die Sache mit der Konzentration. Und den Kontern. Kevin Scheithauer. Geißler in der Mitte, mit dem Auge. Für wen? Natürlich, Strelimamba. Zweites Tor, die Entscheidung. Und das ist uneigennützig mit einem perfekten Auge. Eigentlich verspringt ihm da der Ball. Aber er sieht, Mamba noch nicht komplett frei vorne, dann eben über Geißler den Umweg. Und Mamba eiskalt. Von der Bereitschaft kann ich keinem einen Vorwurf machen. Alle haben Gas gegeben. Ich denke, das ist der erste Punkt, was wir wieder jetzt im Auswärtsspiel versuchen müssen. Und einfach konsequenter sein vor dem Tor. Und dann bin ich mir sicher, dann werden wir auch wieder punkten. Ich denke, dass wir als Aufsteiger sehr gut gestartet sind, jetzt in den ersten beiden Spielen. Das ist harte Arbeit. Das sieht man dann auf dem Platz, wie wir ackern, wie wir kämpfen. Und ja, wir sind einfach glücklich, dass wir erstmal in den ersten zwei Spielen 3 Punkte geholt haben. Wiesbaden auf der Suche nach dem berühmten Matchglück. Und diese unendliche Geschichte des FC Energie, die geht nahtlos weiter.